Was veranlasst Jugendliche zu extremen Gewalttaten? Und was sind die Hintergründe, die sie so handeln lassen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Stück Amok des Piccolo-Theaters. Ja, wir wollen zeigen, wie anfällig manche Jugendliche sind gegen so eine Ideologie, die ihnen dann scheinbar Stärke, Geborgenheit vorgaukelt, was natürlich völlig Unsinn und verlogen ist. Das wollten wir zeigen und wir wollten zeigen, wie anfällig manche Jugendliche überhaupt sind gegenüber falschen Aufwertungen, wenn sie gewissermaßen ein eigenes Persönlichkeitsdefizit haben. Hat mal jemand einen Stift? Klar. Sven Schacht sucht Anschluss und Anerkennung. Er hat keine Freunde, erst recht keine Freundin und ist auch noch schlecht in der Schule. Von Guido erhofft er sich nun Besserung. Doch dieser ist gewaltbereit, schreckt vor nichts zurück und vertritt die rechtsextreme Ideologie. Der kommt jetzt bei Sven an die Schule und der Sven ist eigentlich erstmal nur ein armes Würstchen, bei dem einigermaßen die Dinge schief laufen. Und der Guido erkennt das und wie das immer so ist mit so einem Ideologen, die wissen, wen können sie manipulieren, die sehen das und das macht er bei ihm. Ne? Und das zieht er bei ihm durch und unterdrückt ihn da und manipuliert ihn, wie er ihn braucht. Wer sich dieses Stück anschaut, kann selbst mitbestimmen, wie sich Sven Schacht gegenüber Guido verhalten soll. Denn es ist ein Forum-Theater. Wird noch eine Abmachung, dass du nichts erzählst? Der Forumtheater ist ja eine Theaterspielform, die relativ alt ist. Sie stammt aus Südamerika, aus der Zeit der Militärdiktatur, als Stücke nicht gespielt werden durften, also eine sehr strenge Zensur war. Und dort gab es gewissermaßen das Verfahren, dass man ein Stück spielte und das Publikum dann im zweiten Teil Einfluss auf die Handlung nehmen konnte. Das wird auch hier so sein. Wir haben da für uns ein Verfahren entwickelt. Wir werden gewissermaßen das Stück spielen. Und im zweiten Teil kann das Publikum in die Handlung des Stückes eingreifen und kann eigene Vorschläge machen, die wir dann direkt auf der Bühne und sofort spielen werden. Je konkreter der Vorschlag, desto genauer ist auch die Veränderung, also die Umsetzung der Schauspieler. Genauso gut kann man das auch auf das eigene Leben übertragen. Denn selbst kleine, aber konkrete Veränderungen können schon viel bewirken.